ich bin mehr wert als das und bis hierhin und nicht weiter. Ich bin die liebe Dana, bin 28 Jahre alt und man kennt mich aus den Formaten Love Island, Are You The One, Are You The One Reality Stars in Love und Germany Shore Staffel 2. Letztes Jahr ging es mir so lala. Ich hatte schöne Tage, aber ich hatte sehr, sehr schlechte Tage auch. Mein Ex-Freund ist mir fremdgegangen und wenn halt sowas passiert, ist es, glaube ich, bei sehr vielen Frauen, dass die anfangen zu denken, bin ich nicht gut genug, bin ich nicht hübsch genug, habe ich was falsch gemacht, war es meine Schuld, dass er jetzt sowas gemacht hat und ich glaube, ja, da kommen solche Gedanken auf. Ja, das hat bei mir persönlich zum Beispiel ausgelöst durch den ganzen Stress, dass ich sehr viel abgenommen hatte. Ich war sehr gereizt. Ich habe mich auch irgendwo selber verloren. Ich habe auch so ein bisschen Selbstkomplexe bekommen und war nicht mehr so selbstbewusst, wie ich es am Anfang war. Die Liebe zu mir selber hat auf jeden Fall gelitten. Ich habe auch sehr, sehr negativ gedacht. Meinen Freunden ist aufgefallen, dass ich sehr oft abgesagt habe, dass ich nicht mehr gute Laune hatte oder gelächelt habe oder einfach Spaß hatte. Also auch selbst, wenn ich was mit meinen Freunden gemacht habe, habe das da dann auch erst realisiert, so, okay, Dana, jetzt stimmt irgendwas nicht so, du bist nicht mehr glücklich. Ich habe angefangen zu meditieren, ich habe auch angefangen zu manifestieren, Podcasts angehört, Bücher gelesen über Selbstliebe. Ich bin dann, habe meine Liebe zum Techno gefunden zum Beispiel, das hat mich auch sehr abgelenkt. Mir war das wichtig, das mit meinen Followern zu teilen, mit dem Gewichtsverlust, dass die Menschen auch mal so sehen, dass Social-Media-Leben nicht immer alles gut ist, weil meistens zeigt man ja eigentlich nur die guten Sachen und die Leute denken sich so, okay, sie hat ein schönes Leben, alles ist tippitoppi und so. Ja, und ich finde halt persönlich, dass man auch über schlechte Sachen reden sollte. Ja, da habe ich auch die Tipps bekommen, mit Meditieren anzufangen oder Podcasts zu hören. Und ja, dass man sich einfach wieder lieben lernt. Ja, so am Anfang war es für mich auch sehr schwer, offen über alles zu reden. Ich wollte erstmal über gar nichts reden. Aber mit der Zeit habe ich dann gelernt, es tut wirklich sehr gut, darüber zu reden, weil man sich auch Ratschläge von anderen Leuten holen kann. Wenn man sich mit Menschen austauscht, die auch das Gleiche erlebt haben, schweißt das auch so ein bisschen zusammen. Und man kriegt auch dieses Gefühl von, ja, man ist nicht alleine. Ein Gefühl von Sicherheit irgendwo, würde ich sagen. From me to you. Lernt euren Wert zu schätzen. Ihr seid alle besonders. Ihr seid nicht alleine. Fangt an, euch zu öffnen und ganz viel Liebe an euch. Wenn ihr Unterstützung braucht und Infos über mentale Gesundheit haben wollt, geht auf die Seite mentalhealthishealth.tv.